in Abschlussabbaupanik verfallen. Bis 5 Uhr geht die Messe und wir wollen dem Publikum noch bis 5 Uhr auch noch ein Minimalprogramm geben. Drei Sachen zum Fahren. Drei. Welche? Sackbord. Einen kleinen Bus. Und auf einer kleinen Fußstrecke. Die drei Sachen. Ja, die will ich alle fahren. Ja.
Wir sind zwei der Pistenbully-Modell, alles dabei. Applaus, bitte. Danke, Hendrik, für diesen gigantischen Vortrag. Ohne Punkt, ohne Komma, mit einem Fachwissen und unterhaltsam. Der Wahnsinn! Danke, Hendrik. Bevor ich es vergesse. In den unterschiedlichsten Varianten. Und eine prominente, die jetzt seit 6 Jahren am Markt ist, ist diese grüne Maschine. Warum ist sie grün? Naja, weil natürlich für die Skigebietsbetreiber das Thema Nachhaltigkeit auch im Vordergrund und im Fokus steht. Und insofern hat auch der Hersteller Käsebohrer reagiert und vor einigen Jahren den 600E. Zeigen wir euch auch einen kurzen Abriss zur Geschichte der Pistenfahrzeuge. Insofern die großen 600er räumen jetzt das Gelände hier unten. Der Tobi fährt auch schon wieder ins Tal. Und dafür sieht man jetzt schon so leichte Dieselschwaden hier über den Baukenstapel aufsteigen, weil die historischen Fahrzeuge gerade alle gestartet werden. Und du, Klaus, machst den Anfang, denn die Pistenpräparierung in den Skigebieten, die datiert so ja so auf die 50er und 60er Jahre. Und das, was man jetzt hört, auch wunderschön, auch ohne Abgas gedreht, ein Katzer. Und da geht da oben jetzt als der Baumgrenze schon langsam die Sonne auf. Die letzten Nebelschwaden ziehen auch von jetzt, wenn die Sonne rauskommt. Das ist übrigens ja auch das, was der Reiz dieses Jobs ausmacht. Wenn du da oben allein am Berg unterwegs bist, diese grandiose Stimme montiert wurden und einfach nur das Radwerk Label bekommen haben. Aber so richtig mit heimischer Produktion in Deutschland ging es dann los im Ende der 60er Jahre und Ralf legt sie gerade rum. In den 80er Jahren ist. Ich weiß nicht, wer von euch allen noch einen Graubner Katalog in den 70er, 80er Jahren geblättert hat. Damals habe ich mich auf jeden Fall immer gestreckt danach, dass ich den irgendwann zu Weihnachten kriegen würde. Und wer ihn jetzt fährt, ist einer unserer jüngsten Modellbauer hier, der Severin, der mit seinen 8 Jahren jetzt auch die 3 Tage hier mit seinem Graubner Vollgas gibt. Von Käsebohrer ging es dann weiter nach den 70er und 80er Jahren, dann in die 90er Jahre. Und das nächste Modell hier wieder im Maßstab 1:12. Das sieht schon voll nach 90er Jahren aus, nämlich in einem wunderschönen Bromberrot mit einem Blau, Violett, wie auch immer, volle 90er, umgesetzt, dunkelkirsch, sagt der Jürgen, der Erbauer. Der 300er war da nämlich sozusagen der VW Golf unter den Pistenraupen. Kaum ein Fahrzeug wurde häufiger gebaut. Das heißt, wer von euch in den 90er Jahren viel Skifahren war, der hatte viele 300er gesehen. Und weil es so viele Varianten gab, dann auch beispielsweise hier vorne in Gelb die Windenmaschine mit einer Folierung von Kalanderbräu aus der Schweiz. Die ist wirklich 1:1 so in der Nähe von Davos.
Ganze, wie viel uns entsorgen, die über einen Tank, das ist das graue Kessel oben links, mit Gas und einem Gasgemisch gefüllt werden und dann per Fernbedienung, nicht Graupner Funke, sondern verschlüsselter Fernbedienung. Ich kann das. Jetzt kommt's auf, ja. Nochmal. Aber richtig. 3. Zündung! Und der ganze Hang setzt sich in Bewegung und eine riesengroße Schnuppe rutscht ins Tal und Tobi verflüchtet sich in seinem Fahrzeug, weil er Angst hat und läuft davon und die Piste ist wieder frei! Ja, schöner Oldtimer. Innen konnte sich nicht gegen Käsebohrer und die Wettbewerber durchsetzen. Und das Highlight dieser Maschine hier ist natürlich nicht nur die Seilwinde, sondern vor allem die zweistufige Westerschleuder in Doppelausführung, wie ihr vorhin schon bei unserer Show im Einsatz habt, erleben können. Vielleicht 2-3 Worte noch zu dem Thema Winde. Warum haben Pistenbauer eigentlich diese Seilwindenaufbauten, Seil den Hang hinauf? Das heißt, Sicherheit und Traktion sind die zwei Faktoren. Und wenn wir über Seilwinden sprechen, haben wir hier gleich einen nächsten spannenden Exoten, nicht nur der Radtrack, sondern vor allem, wenn wir jetzt von der Schweiz in den hohen Norden, nämlich nach Finnland springen, im weißen Tarnkleid auf Schnee vom Tom unterwegs, eine Formatik GT450, ein Original, das Anfang der 2000er Jahre gebaut wurde. Super grandiose Maschinen, viel Leistung, sehr agil. Ein Unikat und im Original sind zwischen 30 und 50 Stück überhaupt gebaut worden. Kommen wir vom Unikat in die Masse. Der Pistenbully 400, der jetzt hier gerade vor mir fährt, in der Parkversion, ist natürlich auch eine sehr häufig anzutreffende Maschine. Das Mittelklasse-Modell aus Laupheim und Funpark-Maschine heißt, dass sie eben dann ja vollkommen elektrisch. Kommen wir vom Käsebohrer nach Südtirol, was wir hier im kleinen Maßstab, nämlich ursprünglich mal basierend auf dem Brutwolf der neuesten Generation, Prino, der große Wettbewerber zu Käsebohrer, eben wie gesagt, der aus Südtirol. Und der Leitwolf ist heutzutage sozusagen die modernste und jüngste Maschine am Markt, mit knapp über 500 PS, natürlich extrem leistungsfähig, auch per Seilwinde ausgestattet. Insofern der kleinste hier. Wenn ich euch noch nicht nach Hause ziehe, dann kommt um 17 Uhr hier vorbei. Die Halle wird dunkel sein, die Fahrzeuge